Hallo Freunde, willkommen zurück hier auf dem Dreisternhof und zur erstmal letzten Folge hiervon. Es hat einzig den Hintergrund, dass ja dass hier ja eigentlich eher so ein Liebhaberprojekt ist, sage ich jetzt ganz einfach mal. Achso, den wollte ich noch sauber machen. Und ja. Es gibt nicht so viele Liebhaber davon da draußen und deswegen habe ich dann gedacht, so, das hat hier keinen Sinn, denke ich mal, das Ganze weiter fortzuführen. Und für mich alleine kann ich das Spiel natürlich immer mal wieder auspacken, beziehungsweise diesen Spielstand hier. Und ja, es muss einfach dann mal ein klarer Schnitt gemacht werden, denke ich jetzt einfach mal. Ich werde jetzt einfach noch hergehen und hier das ein oder andere reinigen. Einmotten bzw. auf den dazugehörigen Schlafplatz stellen und dann soll es das gewesen sein hier aus drei Sternen. Vielleicht werde ich das Ganze später noch mal auspacken hier, dann vielleicht noch mal ein, zwei Folgen zeigen oder irgendwie sowas und einfach mal gucken, wie denn die Reaktion ist. Aber so jetzt unter den momentanen Gegebenheiten hat das hier alles keinen Sinn und ich denke, ich werde dann was vielleicht andere freuen wird, das Ganze gegen die nordfriesische Marsch tauschen. Könnt ihr mal dann dazu schreiben, was ihr davon haltet und ja, dann habe ich zumindest auch eure Meinung dazu mal und stehe nicht halt ganz alleine damit da. Aber das ist halt hier so, ne? Die meisten sind halt eher so für modernere Maschinchen, sage ich jetzt mal, und da ist das Ganze natürlich dann hier völlig fehl am Platze. Und deswegen lassen wir es gut sein. Ganz einfach. So, dann machen wir zu hier die Hütte. So. Was war hier noch zu machen, ne? Ach, warte mal, hier fehlt der Bein. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Hier wird noch fleißig gesät. Hier wird noch gepflügt. Das lasse ich auch noch durchlaufen. Und zum Abschluss wird dann hier, oder hier vorne einfach dann hier schön der Cut gemacht. Das Ganze ein bisschen begradigt. Wo ist denn mein Bein gerade? Wo bist du? Du sollst wo sein? Ach, hier oben. Am Kompostwasser. Ja gut. Da laufe ich jetzt nicht hin. Soll ich den da stehen lassen? Holen wir den mal ab, würde ich sagen. Ich werde mal gucken, also ob es denn die nordfriesische Marsch wird, die dann auf dem Platz rutschen wird. Oder ob ich was komplett anderes mache. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall ist das dann für diese Woche die einzige und letzte Folge, die halt für Montag, Mittwoch, Freitag vorgesehen ist. Es wird dann nur Tanneberg geben, die dann entsprechend Dienstag, Donnerstag, Samstag kommen wird. Und damit hat sich das Ganze dann für mich. Tja. Wo stehst du? Steht er hier etwa in der Durchfahrgarage? Jo.
Glaub ich, ach, ich hab dich da stehen lassen, weil da noch Stroh drauf ist. So. Da ist kein Sprit mehr drin. Da ist noch eine Handvoll Kompost drin. Ja gut, okay. Den brauchen wir erst wieder, wenn es soweit an die nächste Saison geht. Gedüngt haben wir ja jetzt erstmal. Dann bringen wir jetzt noch das letzte Saatgut aus für heute, sage ich jetzt einfach mal. Wird dann halt vor dem Winter noch in der Erde gedrückt, so dass das Ganze dann schon mal einen Tag wachsen kann. Das ist auch schon mal ganz gut. Und dann haben wir nächstes Jahr nicht ganz so lange Wartezeiten, bis wir dann mit der Ernte beginnen können. Auch ganz nett. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier den Winter ganz gut rumkriege, sage ich jetzt mal. Bisschen Holz und Kompost machen. Da geht noch was. Das sage ich euch. Dann waschen wir den jetzt auch noch. Dann können wir den hier in eine Garage einmotten. Oder wir fahren den dahin, wo der Ballenwagen stehen sollte. Der Krone-Anhänger. So. Wischiwaschi machen hier. Gewicht auch noch. Ordnung muss ja sein. Zack. Ah, die Schaufel habe ich vergessen. Guck mal. Ja, wenn du nicht an alles denkst, ne? Das muss natürlich noch eben sein hier. Mal kurz nochmal schnell den Schwamm schwingen hier. So. Ja. Aber hartnäckig der Dreck hier dran. Komm schon. So. Die Schaufel können wir ins Regal legen. Können wir den hier in die Garage stellen, da ist er dann gut aufgehoben, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Das war's. Klappe zu. Einer weniger. Oh, fertig, fertig. Nicht ganz so fertig. Aber den lasse ich noch durchfahren, wie gesagt. Und hier auch. Ansonsten gibt es nichts weiter zu tun. Es war mir ein Vergnügen, mit euch diese Serie hier durchzustehen, für euch die Videos zu machen. Und wie gesagt, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann das Ganze nochmal neu. Wir werden sehen, was die Zeit so bringen wird. Damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Guckt euch meine anderen Videos an. Das heißt jetzt nicht nur, weil ich hiermit aufhöre, dass es keine Videos mehr geben wird. Aber wie gesagt, es wird andere Videos geben auf jeden Fall. Bis dahin, macht's erstmal gut, Freunde. Ciao, ciao.